Du bist sehr stark, Doki. Woher nimmst du diese Kampfkraft? Es gibt jemanden, den ich mit meinem Leben beschützen will. Die Frau neben dir? Du setzt für diese Frau dein Leben aufs Spiel? Sie bedeutet mir mehr als mein Leben. Doki. Das ist also menschlich. Ha! Lächerlich! Vor daraus werdet ihr zu Staub zerfallen. Krass. Nice, Alter. Gehen wir halt weiter. Zu Daos. Ich glaube, wir haben hier kein Heilfeld mehr, oder? Nein, wir müssen also nochmal zurück. Und uns dort heilen. Okay, dann heile ich mich dort. Oder gibt's hier noch ein Feld? Hier sind auf jeden Fall noch... Hier ist eine Truhe, okay. Okay. Hier oben vielleicht eine Treppe nach unten zum Heilen? Nein, auch noch eine Truhe. Heilsirup, komm, das skippen wir mal hier ein wenig. Ja. Okay, dann müssen wir uns hier hinten nochmal heilen. Wenn es die Treppe noch gibt. Ich habe da gerade keine Treppe gesehen. Ah doch, okay, gut. Treppe gibt es noch. Heilen gehen. Zack. Zack. Sofern wir jetzt nicht nochmal gegen Erem kämpfen müssen. Ist alles gut. Zack. Nein, müssen wir nicht. Okay, gut. Daos, ich komme zu dir. Du wirst keine Chance haben. Jetzt haben wir dich, Daos. Warum wollt ihr mich stoppen? Viele Menschen verehren mich. Meinst du? Niemand auf der Welt verehrt das Böse. Wie dumm, höre mir zu. Es gibt immer zwei Wege, eine Sache zu betrachten. Manche glauben an das Gute und die Liebe. Andere aber glauben an das Böse. Vielleicht. Aber zurzeit herrscht nur das Böse auf der Welt. Ja, dank Arek. Arek? Er ist der mächtigste aller Höllenfürsten. Es gibt noch einen nach dir, was? Das wusste ich nicht. Genug gequatscht. Es ist an der Zeit, dass du deinem Schicksal in die Augen schaust. Mit dem Lufia-Schwert werde ich deinem Treiben ein Ende versetzen. Ich kann deine übermenschlichen Kräfte fühlen. Kein Wunder, dass du diese besondere Klinge nutzen kannst. Das Schwert sollte mir gehören. Warum hast du ausgerechnet du... Warum hast du ausgerechnet ihn ausgewählt, Lufia-Schwert? Ich werde meine Rache bekommen. Ich bin der Meister des Terrors, gebt auf. Niemals, Daos. Niemals. Kraftwelle. Drachenfeuer. Amokwüter und Drachenherz. Du hast keine Chance gegen uns, Daos. Gib am besten gleich auf. Stell dich deinem Schicksal, Mann. Ja. Ich glaube, es gibt sogar noch zwei Parts. Ey, Leute. Ich glaube, es gibt zwei Parts. Außer ich mache diesen Part extra lang. Heieiei. Als ob die jetzt schlafen! So, meine Kampfkraft wurde auf jeden Fall erhöht. Haben wir irgendwas Serum vielleicht? Wirksam gegen Gift. Ne, verwirrt, Erlösung, Paralyse auf. Furia erhöht im Kampf den Angriff. Habe ich nichts, was irgendwie aufweckt oder so? Tropfen, nein, das ist ein normaler Angriff. Furie, Kampf, Angriff. Aha. Shit. Was haben wir hier denn so? Kraftsirup, Heilsirup, Apfelsaft. Aufwecken, da. Bitte zuerst Seelan. Heilige Kacke. Komm, Doki, zack. Heia! Und das ohne einen Crit, Alter. Das ohne einen Crit, Leute. Ohne einen Crit. Was ist da? Oh, fuck, ist das krass. Und das war krasses Damage. Normaler Angriff. Bitte nochmal ein Drachenfeuer. Du machst jetzt bitte sofort Wähler, Alter. Heilige Kacke. Und was macht Schattenwand? Verringert zeitweise die Kraft der Höllenattacken des Gegners. Schützt nur den Anwender. Ja, okay, dann ist es Wayne. Dann machst du bitte Abaddon. Dim, 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 dim. Dim, 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 dim. Heieiei, Leute, Alter. Habe ich mein Trinken zufällig hier?
nein, ich glaube nicht. Shit. Ich hab kein Trinken hier. Damn. Was mich verwundert, ist, dass heute mein Hals nicht kratzt durch diese Höllenstimmen, sag ich mal. 666 Damage. Oh mein Gott, die Zahl des Teufels. Heftig. 81 Damage. Das ist süß. Das ist sehr süß. Das war vom Guy gar nicht mal so ein schlechtes Damage. Wir machen nochmal einen Amok-Wüter. Nein, ich wollte nicht nochmal... Ah, verdammt. Der macht Hardy halt einen normalen Angriff. Ist okay. Ist okay. Zack. Wow, es ist nicht so gut. Aber ich meine, mit dem Lufia-Schwert-Buff. Oi! Du kannst ruhig mit Stärke einfach heilen, das reicht. Machen aber dann. Dann ist Guy wieder voll geheilt, denke ich mal, ne? Ja, gut. Auf jeden Fall. Schön. Schön, schön. Aber dann. Oh, das ist so schönes Damage. Donner. Ja, ich denke nicht, dass es so viel Schaden machen dürfte. Eher so mickrig. Okay, doch nicht so mickrig. Ha. Schöner Crit-Guy, Alter. Oh, schön. Wow. Das war ein schöner Crit. Wähler, bitte. Nein, nicht Helfer. Wähler. Und du machst bitte mal... Ich will mal einen Schädelhieb sehen. Wie viel Damage ein Schädelhieb macht. Ich glaube jetzt nicht mehr als Abaddon, aber vielleicht der... Ganz gutes Damage. Ist ja besonders effektiv gegen starke Gegner. Also von daher. Mehr Damage als Abaddon. Krass. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Ist ganz geil. Finde ich ganz gut. Finde ich ganz geil. Oh. Doki und Guy gönnen sich einfach hart an Damage, Alter. Was ist das? Ich glaube, es reicht ein Stärker, oder? Hat sie Champion? Eigentlich dürfte sie Champion haben, oder? Nicht? Habe ich ihr Champion nicht beigebracht? Krass. Ja, ein Stärker dürfte reichen, auf jeden Fall. Machen aber dann... Okay, so viel hat gar nicht... hat Stärker gar nicht gebracht. Ich habe jetzt irgendwie mehr Heal erwartet, aber okay. Ich habe halt, es wundert mich halt ein bisschen, dass wir keinen Champion haben, also dass Selan keinen Champion hat. Hm. Aber Daos ist auch gleich besiegt. Definitiv. Terrorwelle, oh Mann. Ah, die schläft. Dein Ernst? Normaler Angriff. Normaler. Nee, warte. Guy. Nein, Guy muss angreifen. Es tut mir leid. Guy muss angreifen. Wir machen Wähler. Wir hoffen einfach so, dass Arti gleich wieder aufwacht. So schlimm ist es ja nicht, dass er kein Damage rausdrücken kann. Wir haben ja weiterhin Guy und Doki als die Mega-Damage-Dealer, Alter. Das ist aber auch ein krasses Damage, was die beiden drücken, ne? Ich meine, das ohne einen Crit, Alter. Ohne einen Crit. Ist schon ganz cool. Auf jeden Fall. Das war krasses Damage. Das war ein schöner Crit. Komm, oh. Doki muss noch einmal getroffen werden. Einmal. Dann kann er wieder... nochmal das Lufia-Schwert einsetzen, sag ich mal. Ah, und das wird schön. Nochmal die Lufia-Schwert-ZP-Attacke. Yo. Aber ich glaube, so weit kommt es gar nicht mehr. Nein, nein. Daos ist besiegt. Schön. Und ohne Scheiße, wer ist Arek? Ich habe keine Ahnung mehr, was mit Arek war. Aber wir haben auch Daos besiegt. Das ist dein Ende, Daos. Niemals, die Höllenfürsten sind die Meister der Zerstörung. Gades Amon Ehre im Feind eure höllischen Kräfte mit den meinen. Als ob. Die Höllenfürsten haben immer noch nicht aufgegeben. Nein, sie sammeln mit Daos Hilfe ihre letzten Kräfte zusammen. Sein letzter verzweifelter Versuch. Ja, aber diese Energie reicht immer noch aus, um die Welt zu zerstören. Was? Diese Wahnsinnigen? Wollen sich selbst und die Welt zerstören, um uns zu besiegen? Das werde ich nicht zulassen.
Selan, Guy, Arti, leiht mir eure Kräfte. Vereint können wir es schaffen. Oh krass, oh krass. Eure Energie ist zu mickrig, um die letzte Barriere zu brechen. Na los, wir müssen einfach alles geben. Doki, Selan, hält das nicht mehr lange durch. Keine Sorge, ich schaffe das schon. In Ordnung. Alter, du kleiner Wicht! Jetzt, tu es! Heilige Kacke, es ist vorbei. Wo ist Selan hin? Sag nicht, sie ist runtergefallen. Guy, alles klar? Klar, so leicht machen wir mich nicht fertig. Okay. Arti, noch am Leben. Ah, da ist Selan, okay. Selan? Wir haben es geschafft, Doki. Alles klar bei dir? Jetzt herrscht wieder Frieden auf der Welt. Ja, jetzt können wir wieder heimgehen. Ich kann nicht mit dir kommen. Selan, was redest du da für ein Zeug? Ich wurde getroffen. Ich kann kaum reden. Selan. Selan, sprich mit mir. Selan. Sprich mit mir, Selan. Ich würde gerne mit dir gehen. Und unseren Sohn noch einmal. Scheiße. Der Tempel bricht auseinander. Arti, wir müssen hier schnell raus. Selan und Doki sind zu weit weg. Wenn wir jetzt nicht warten, haben die beiden keine Chance mehr. Verdammt, was machen wir jetzt bloß? Guy, Arti, rettet euch. Los, schnell weg hier. Doki, wir haben das Böse besiegt. Ihr müsst das den Menschen verkünden. Macht, dass ihr verschwindet. Aber ich kann Selan nicht zurücklassen, Mann. Bitte, Freunde. Nun geht doch endlich. Arti, wir gehen. Guy, was machst du? Wir haben keine Wahl. Auf jetzt, Arti. Doki, ich werde der Welt von dir und diesem Sieg erzählen. Du musst aber versuchen. Warp. Selan. Eine neue Zeit des Friedens hat begonnen. Wenn wir das nur miterleben könnten. Ich liebe dich, Selan. Ich habe dich immer geliebt und werde dich immer lieben. Du Blume meines Herzens. Was? Das Beben hat aufgehört. Daos. Ihr denkt wohl, ihr habt schon gewonnen. Noch bleibt mir diese Insel. Was? Ich werde diese Insel auf Pandoria fallen lassen. Das wird der letzte Akt des Terrors. Was mache ich jetzt bloß? Fuck. Iris? Iris? Nein, du bist nicht Iris. Ich fühle deine Aura. Diese Aura kenne ich doch. Das ist die gleiche Aura wie die von Erem. Wenn du eine der Höllenfürsten bist, warum hast du mir dann geholfen? Für uns war das die entscheidende Schlacht. Entscheidungsschlacht? Was sollte denn entschieden werden? Ob die Menschheit uns noch braucht. Denn wir, die Höllenfürsten, sorgen für das Gleichgewicht auf der Waage des Lebens. Ich verstehe gleich gar nichts mehr. Das Lufia-Schwert sollte nur gezogen werden, wenn das Böse nicht mehr gebraucht würde. Du meinst, wenn die Menschen den Glauben verloren hätten? Ja, doch die Menschen brauchen den Glauben noch. Deswegen dachte Arek, das Schwert würde lange ruhen. Aber das Schwert ruhte nicht und deshalb kamen wir. Ich half dir mehr, als mir erlaubt war. Ich weiß auch nicht, warum ich das tat. Die Insel fällt auf Pandoria. Du musst sie irgendwie aufhalten. Ich kann nicht. Warum? Ich bin die Herrin des Todes. Es ist gegen meine Natur, Leben zu retten. Aber du hast...
aber du hast mir doch sonst auch geholfen. Bitte hilf mir und halte den Sturz der Insel auf, bitte. Deinetwegen bin ich doch erst so weit gekommen. War das alles umsonst? Ich habe keine Zeit mehr. Meine Energie lässt nach. Sage mir, wie ich die Menschen retten kann. Am Fuße der Insel befinden sich drei große Steine. Zerstöre diese Steine, um den Kurs zu ändern. Nur ein Mann mit einer starken Aura kann die mystischen Steine zerstören. Es könnte dich das Leben kosten. Ich verstehe. Mit meiner letzten Kraft werde ich die Tür öffnen, die nach unten führt. Okay. Alter. Nun kann ich dir nicht mehr helfen. Es liegt jetzt alles in deiner Hand. Ich werde von einem fernen Ort aus beobachten, ob die Menschheit ihre eigene Zukunft gestalten kann. Okay. Selan. Okay, weiter geht's. Wir müssen die Steine finden und sie alle besiegen, alle zerstören. Machen, was in unserer Macht... Da ist er, der erste, Nice. Das muss der mystische Stein sein. Der erste von drei ist besiegt. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Insel auf Pandoria fällt. Der mystische Stein ist zerbrochen. Noch zwei weitere. Wo muss ich denn jetzt hin? Ah, okay, warte hinter den Stein, oder? War das hinter den Stein? Ich glaube, zweimal hinter den Stein. Ja, weiter, okay. Nice. Ich denke mal hier lang irgendwie. Da ist er, okay. Der zweite. Der zweite chemische Stein ist zerbrochen. Noch einer. Das schaffen wir. Das werden wir definitiv schaffen, Leute. Ich glaube an uns. Da ist der Stein, okay. Wir müssen, glaube ich... Okay, da kommen wir nicht weiter, okay. Einmal komplett außenrum, oder was? Einmal komplett außenrum. Okay, da öffnet sich der Weg dann, glaube ich, okay. Da ist er, der letzte Stein. Zack. Das ist der letzte. Verdammt. Ich bin nicht stark genug. Lufia-Schwert. Okay, ich werde meine letzten Kräfte aufbringen. Verleih mir deine Kräfte, Lufia-Schwert. Damit ich zum letzten Streich ausholen kann. Fuck, Alter. Wir haben es geschafft, der Kurs wird geändert. Selan, ich habe den Kurs der Insel geändert. Jeros. Unser Sohn und Pandoria sind gerettet. Ich bin so müde, Selan. Ich lege mich ein wenig neben dich hin. So müde. Oh, fuck. Doki. Selan. Bist du es? Du hast es geschafft. Ja. Das habe ich wirklich, Selan. Lass uns gehen, Doki. Lass uns zu unserem Sohn gehen. Ja, gute Idee. Was? Ach du Kacke.